Hallo zu On the Grid, 100. Episode. Hinter der Kamera Philipp Bayer, vor der Kamera Claudio Schiesel und Professor Stephen Weiss von der Universität Graz. Heute geht es um das Thema Murkraftwerk. Nicht, müsste man schon fast sagen. Und warum, Stephen, bist du eigentlich gegen das Murkraftwerk? Okay. Ich bin grundsätzlich gegen die Zerstörungen oder Weiterverbauungen von Fließgewässern in Österreich, die vor allem in guter ökologischer Zustand sind, oder auch die in Naturschutzparks, Nationalparks und solche. Mit dem Mur in Graz ist es eine der letzten längeren frei fließenden Strecken von Leoben bis Leibnitz. Und es ist in einem guten ökologischen Zustand noch. Es hat gefährdete Arten drinnen wie der Huchen, darauf ich spezialisiere, aber auch Forelle und Esche und solche Dinge. Und es ist gleich in der Mitte der zweitgrößten Stadt in Österreich. Das ist für mich eine Wunder, dass so etwas gibt. Und deswegen bin ich dagegen. Und weil du sagst Fließgewässer, aber es gibt ja schon an der Stelle zwischen Leiden, also zwischen Leoben und Leibnitz schon mehrere Kraftwerke, das heißt, der Strom ist ja an sich schon unterbrochen. Das ist richtig, und es ist richtig zu erkennen, dass die Wasserkraft oder Wasserkraftanlagen an anderen Stellen haben auch negative Auswirkungen weit hinaus über ihre Baustelle. Erstaunlicherweise, der Mur in Strecken wie dieser, die nur 10 Kilometer oder so lang ist, ich meine, muss sagen, es war 20 Kilometer lang, vor Gössendorf und Karlsdorf gebaut war, aber erstaunlicherweise diese 10 Kilometer Lücken in der Kraftwerke, obwohl ohne Frage stark beeinträchtigt von den existierenden Anlagen an anderer Stelle, noch solche Fischbestände und andere ökologische Merkmale erhaltet. Ja. Es ist der Mur für mich, der Fluss, hat ein bisschen mehr Widerstand anscheinend als andere Flüsse. Es gibt in der Obere Drau zum Beispiel in Kärnten eine 30 Kilometer lange Strecke, wo der Huchen längst ausgestorben ist. Okay, wir sind ja heute hier. Professor Stephen Weiss ist Professor für Soziologie auf der Karl-Franzens-Universität und wir sind jetzt auf der KF. Du hast ja mich angeschrieben und wolltest auch ein bisschen eine Gegendarstellung zu dem machen, was die Energie Steiermark bei uns in der letzten Episode gemacht hat, oder vorletzten eigentlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt immer wieder Kritik, zum Beispiel eigentlich wegen dem NS-Lager, andererseits auch, dass diese Zahl mit den Arbeitsplätzen nicht ganz korrekt ist, also wegen der Schaffung der Arbeitsplätze und auch mit der Frage, ob dieses Kraftwerk überhaupt ökonomisch ist. Wie siehst du das alles? Okay, es ist nicht meine Spezialität, aber ich kann schon etwas beitragen bezüglich dieser Arbeitsplatzfrage und wirtschaftliche Bedeutung in der Steiermark. Das Projekt ist genehmigt mit den Ausnahmeregelungen von der Wasserrahmenrichtlinie, das ist Paragraph 104a, wobei eine ökologische Verschlechterung im Kauf genommen ist. Nur so eine Ausnahme hat auch viele Auflagen drauf. Und eine davon ist, das lokal wirtschaftliche Interesse darf keine Rolle spielen. So eigentlich die Nutzung dieser Gesetz oder dieser Gesetzlücken oder Gesetz, wie immer man das formulieren will, in diesem Sinn, in Verbindungen überhaupt mit lokaler wirtschaftlicher Bedeutung, sollte eigentlich nicht rechtlich erlaubt. Das ist aber zum Beispiel auch eine Entwicklung, die man in Italien hat. Da kann auch der Staat, also die Verfassungsreform ist jetzt nicht durch, aber in dieser Verfassungsreform wollte man auch über die Regionen drüber gehen. Man hat gesagt, wenn das wirtschaftliche Gründe hat, dann ist das Interesse der Region unter dem staatlichen Interesse zu werten. Weiter hinaus mit diesem Thema der Rettete Plattform, der Rettete Muren, ich beschäftige mich seit langem mit diesen Leuten, beziehungsweise auch der WWF, hat sehr wohl diesen wirtschaftlichen Aspekt analysiert und angeschaut. Und wir haben das Kraftwerk, ist eine der teuersten Kraftwerke in Österreich, eingestuft. Es war nicht wirtschaftlich und war nicht von dem Aufsichtsrat, die können einen Baubeschluss nicht treffen aufgrund von der Wirtschaftlichkeit. Nur mit der Verschiebungen von 20 Millionen Euro weg von dem Projekt, von dem Investitionstopf auf die Stadt Graz, war das erst erlaubt.
Man muss dazu verstehen, weil es gibt auch immer diese Gespräche, das ist so lang, das Kraftwerk ist 7 Jahre alt und es ist nicht neu aus dem Himmel gefallen und, und. Aber man dürfte die Wirtschaftlichkeit im Rahmen der UVP-Verfahren nicht thematisieren. Es ist nicht erlaubt, es ist nicht der Standsache der UVP, über Wirtschaftlichkeit überhaupt zu reden. Das ist natürlich auch wiederum wichtig. Ja. Aber, ja. Ich muss ja neutral bleiben. Wir haben ja über die unabhängige Berichterstattung gesprochen. Ja, an der Stelle muss ich das nochmal unterstreichen. Abschließend, okay, wir wissen jetzt, das Kraftwerk an sich beeinflusst stark die Natur. Was würde das zum Beispiel für Huchen oder andere Fische bedeuten? Ja. In dem Projekt Rahmen, das heißt die Stauraum selbst und Untertiefungsstelle unterhalb der geplanten Staumauer, es kommt unmittelbar während der Bauphase zu einer quasi kompletten Vernichtung von was immer dort lebt. Das ist natürlich eine Baustellersituation. Danach ist der Stauraum selbst einfach von der Wassertiefe und der Fließgeschwindigkeit her eine Art von, ich nenne das nicht Lebensraum, es ist mehr für mich eine Spülbecken. Es wird sich verschlammen auf dem Boden des Stausee und die ganze Kiese und Steine, Murnocheln nennen wir, sind mit Schlamm fast ununterbrochen bedeckt. Und das heißt, dass ein Großteil der Lebewesen am Boden, wir reden von 100 verschiedenen Arten von Insekten und kleinen Fischen, Krebsarten und so weiter, sind bis 90% ausgelöscht. Das ist die Ernährungsgrundlage für das System. Es trifft nicht nur die Fische, sondern die Vögel, die Fledermäuse, die Eidechse und alles. Ein Stausee in diesem Art, und das trifft nicht für jeden Stausee, es ist ein komplexes Thema. Ja. Für diese Art von Stausee, in diesem begrenzten Raum, regulierter Fluss in der Stadt, ist es mehr oder weniger leblos, was unter dem Wasser umgeht nach dem Bau dieses Projekts. Ich weiß, das ist sehr schwer, in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Jeder redet über die Bäume oder ob man mit diesem oder dem Boot fahren kann oder so und so. Das ist ein optisches Bild. Aber das funktionelle ökologische Bild, es ist beinahe leblos in so einem Stauraum. Ich glaube, die wenigsten wissen, was eigentlich sich so in der Mur tummelt. Ja. Dann sage ich mal danke. Es geht auf Englisch dann weiter. Das hat einen anderen Grund, erkläre ich dann später. Ja. Und danke, Stephen, fürs Gespräch einmal. Okay, danke. Und ja, Folge 100 ist vorbei. Danke, Philipp, für die Unterstützung und bis demnächst. Danke.